Hallo zusammen, mich hier ist wieder Celan, wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition. Und dazu habe ich ein paar Server durchgelockt. Und zwar bin ich T3 auf verschiedensten Servern am Einkaufen günstig und auf anderen wieder teuer am Verkaufen. Und nebenbei scanne ich immer schön die Server auch, ob es T-Mog für mich gibt. Wir wollen ja natürlich das Gold auch wieder ausgeben, was wir einnehmen. Und hier habe ich auf Draenor mir ein bisschen was besorgt gehabt und nebenbei auch gescannt und das ein oder andere gesehen, was ganz interessant ist. Einmal habe ich hier gesehen, haben wir eine Axt drin, und zwar Zulianischer Zerhacker der Aurora, schimpft sich das. Und ja, das habe ich tatsächlich nicht. Kostet hier 125.000 Gold. Den, würde ich jetzt mal eintüten an der Stelle. Also den kaufen wir schon mal. Dann habe ich einen Umhang hier gefunden. Und zwar ist der auch removed. Steht es gar nicht dran, wo es den ursprünglich gab. Doch, da oben, in Tiresfall. Anscheinend von irgendeinem Rare, vermute ich mal. Es ist hier ein weißes Item, ebenfalls für 200.000, das kaufen wir uns. Und dann haben wir noch ein Item, Handgelenkschützer des Untoten Schlachten, so rum heißt das, kostet auch 200.000. Das war anscheinend von der Scourge Invasion. Ich vermute mal, dass das in Wattle das Ereignis ist, ne? Also nicht das, was vor Shadowlands war, sondern das in Wattle, also schon ein richtig uraltes Item. Und ja, das wollte ich mir auch nochmal holen. Kostet auch 200.000. Heißt, da haben wir jetzt doch schon einiges rausgelatzt. Aber für ein paar removed Item, ne? Was tut man nicht alles? So, die holen wir uns jetzt schon mal. Und dann würde ich sagen, tragen wir einmal die Liste ein. Kopieren wir das mal rüber, dann ist das ein Ticken einfacher. So, also die Handgelenke 200.000. Dann haben wir den Umhang, der hat auch 200.000 gekostet. Und als letztes hier noch die Axt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die überhaupt drin habe in meiner Liste, ne? 125 waren das. Also, dann ziehe ich euch das mal rüber. Ihr seht, insgesamt sind es jetzt schon 525.000, also doch schon einiges. Gleich schon mal die Hälfte von dem Budget, was ich immer pro Video eigentlich raushauen will, aufgebraucht. Aber die habe ich gesehen, dachte mir, komm, da schauen wir mal, dass wir die mitnehmen. So, jetzt gucken wir mal das. Der Aurora machen wir weg. Ah, das ist sogar das letzte Item, was ich hier unten hatte. Perfekt. Okay, also das können wir schon mal rausschmeißen. Das brauchen wir dann nicht mehr. Gut, dann gucken wir die anderen beiden auch noch nach. Ich hatte ja die letzten Male gesehen, dass viele Sachen, die ich hier mit in der Liste hatte, dass ich die irgendwie, oder die ich gekauft habe, dass die gar nicht in der Liste waren, ne? So wie zum Beispiel das Ding hier. Auch dünner Umhang. Ja gut, ist auch ein weißes Item, ne? Klar. Da habe ich natürlich nicht alle Auktionshäuser durchgescannt mit den weißen Sachen. Da fehlen mir bestimmt noch der ein oder andere in der Liste. Gut, und dann gucken wir jetzt mal hier noch die Handgelenke rein. Ich vermute mal, die werde ich auch nicht drin haben, weil das sowas Spezifisches ist. Ach doch, die habe ich drin. Okay, die können wir dann auch rausschmeißen. Okay, gut, der Umhang war da nicht drin. Dann muss ich die jetzt noch rüberhandeln. Und zwar habe ich meinen Main hier, denn... Obwohl, warte mal, den Umhang können wir wahrscheinlich gleich lernen, oder? Ja, den Umhang können wir gleich lernen. Die Axt ist Stufe 25 und das Stufe 24 heißt, da muss ich jetzt dann gleich mal gucken. Die handle ich rüber und muss mal dann das Ganze noch auf einen anderen Char schicken, wo wir das dann auch quasi lernen können. Also einmal Kette und einmal die Axt. Juti, dann gucke ich mal weiter die Server durch, ob ich noch was finde. Und hier seht ihr, da bin ich meine T3-Teile gerade am Shoppen nebenbei. So, da haben wir das nächste hier wieder für die Aufnahme. Und zwar habe ich ein Item gewonnen, wieder aus dem Black Market. Einmal hier ein, was ist das? Beine sind das. Das holen wir jetzt mal raus. Einmal Leder. Und das, ja, habe ich tatsächlich wieder fürs Minimumgebot gekriegt, knappe 5.000. Und ja, das tragen wir dann einmal noch mit ein. So langsam werden das ein bisschen weniger mit den Orders-Items, ne? Also hier 5.000 und dann gucken wir mal weiter. Vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr steigern. Jetzt habe ich gerade mal hier auf Blackmar noch gescannt und aus, ja, zufällig ein Item gefunden, was ganz nice ist vom Preis her. Wir haben hier aus Nialota, aus dem HC-Modus, einmal eine Stoffhose. Und die kostet hier 45.000, heißt, ja, ganz im Rahmen von dem, was ich mir immer als Budget setze. Die kaufen wir jetzt einmal und können die dann auch gleich mal lernen. Ah, ich habe gerade den Sound aus. Okay, also den Sound haben wir jetzt leider nicht, aber zumindest
haben wir jetzt einmal das Item und das können wir jetzt mal kurz gucken. Und zwar können wir das hier einmal eintragen, 45k waren das und dann können wir es auch hier einmal rausschmeißen aus meiner Liste. Gucken wir mal, wo wir es haben. Ah, da haben wir es, Nialota. Und zwar ist das jetzt die HC-Version. Ah, schau mal, dann habe ich sogar alle Versionen. Normal, LFR und Mythic hatte ich auch schon. Heißt, das können wir jetzt komplett löschen. Und ja, damit wird es auch in Nialota ein bisschen weniger. Drei verschiedene Items brauche ich noch, beziehungsweise das eine brauche ich halt irgendwie nur viermal. Also da müssen wir dann schon noch ein bisschen shoppen. Dann habe ich als nächstes hier noch auf Antonidas im Black Market was ersteigert. Und zwar hier auch wieder für etwa Mindestgeboten. Ja, obwohl, das habe ich glaube ich sogar einmal drüber geboten über einen. Für knappe 5k. Und zwar haben wir hier einen Plattenkopf. Auch wieder von Ordos. Oh, ich habe jetzt hier den Sound gar nicht angehabt. Deswegen haben wir jetzt hier keinen All Things Collection Sound. Aber egal, das haben wir jetzt einmal gelernt, das Ding. Und das können wir dann auch noch in die Liste eintragen. Oh, das war sogar ein bisschen für über 5k, aber ja, nur minimal. Also das kommt hier auch rein, wieder 5k und dann haben wir wieder eins mehr von Ordos. So, ich habe gerade auf meinem Hordenschar ein bisschen Postkasten ausgeleert und gemerkt, ich habe da ja noch was im Black Market gewonnen. Und zwar haben wir hier einmal eine Brustplatte. Naja, wo ist die her? Wieder mal von Ordos. Und ich würde sagen, die nehmen wir einmal raus. Hat mich gekostet jetzt wieder Mindestgebot, ne? Also nicht sonderlich teuer war das Teil. Aber es ist wieder eins mehr. Und das können wir dann auch nochmal eintragen. Schauen wir mal. Also hier, da haben wir das Teil. Wieder 5k. Und ja, so langsam wird es doch mit den Orders-Items, hätte ich gesagt. Jetzt habe ich gerade mal noch auf Blackmore gescannt und ja, endlich habe ich mal dieses Item hier aus Karasan günstig gewonnen. Das ist ein Schild für 13.000. Ich würde sagen, das tüten wir einmal ein und dann muss ich das wohl auf einen Worry schicken oder auf irgendeinen Char, der das lernen kann. Ah, machen wir einen Warrior, oder? So, kopieren wir das erstmal, dass wir es auch in die Liste noch eintragen können. Halt nicht das Schild hier, sondern der Warrior. Gut, und dann gucken wir einmal in die Liste. Also das waren jetzt 13.000 irgendwas, das runden wir jetzt mal ab, hätte ich gesagt. Und dann gucken wir auch mal hier rein, inwieweit ich das hier drin habe. Nein, das Schild hatte ich gar nicht drin bei den grauen Items. Interessant. Ja gut, okay. Aber zumindest haben wir es jetzt hier eingetragen und ja, dann muss ich jetzt mal noch durchloggen und das einmal lernen. Als nächstes sind wir jetzt auf Egwin und da habe ich wieder im Black Market was gewonnen. Mal wieder ein Item von dem Werten Ordos. Und ja, ich würde sagen, das nehmen wir mal raus. Gezahlt haben wir knappe 5k wieder für. Gucken wir mal, da haben wir das schicke Ding. Schick mehr oder weniger. Die Sachen sehen, glaube ich, alle so ähnlich aus wie der Stuff aus SOO tatsächlich. Gut, dann tragen wir auch das ein. Moment, ich ziehe euch die Liste wieder rüber. Also, da haben wir das. 5k. Jetzt werden es langsam weniger Orders-Sachen. Naja, mal gucken. Gut, und dann verkaufen wir es gleich wieder, ne, dass wir es hier nicht dabei haben. Ich habe mal überlegt, ob ich eventuell auch die Black Market-Sachen in meine Liste irgendwie mit eintrage. Aber das muss ich mal noch gucken, wie ich das einpflege. Dann bin ich auf dem nächsten Char und zwar einmal hier auf Egwin. Und da habe ich neben ein paar T3-Teilen, die ich aktuell am Verkaufen bin, auch ein Item aus dem Black Market. Und zwar ist das hier einmal das Armschienen-Item. Und ja, das hat mich auch wieder quasi den Mindestbetrag gekostet, knappe 5k. Das nehmen wir mal raus. Und ja, das ist auch wieder von Ordos. Und so langsam wird es immer besser mit den Ordos-Items. Das können wir jetzt dann gleich mal in die Liste eintragen, hätte ich gesagt. So, haben wir es da. Auch wieder 5k. Und ja, dann gucken wir weiter. Als nächstes sind wir jetzt auf Black Hand und hier habe ich auch wieder was gewonnen und zwar mit meinem Schaman wieder fürs fast, ja ne, Mindestgebot. Es ist tatsächlich 4500, haben wir nochmal Armschienen drin und auch die sind natürlich von Ordos. Die T3 Sachen, die gewinne ich leider immer nicht mit Mindestgebot, da bieten leider noch ein paar mehr Leute drauf, aber zumindest die Ordos Items und ja, dann haben wir wieder 5k mehr in der Liste. Dann habe ich jetzt noch ein interessantes Item gefunden und zwar auf Silbermond. Und zwar haben wir hier für 39.900, also knappe 40k, einmal Stulpen drin.
Und zwar sind die einmal aus dem Eternal Palace. Die werden wir uns jetzt mal kaufen. Und ich glaube, das ist auch das letzte Item, was ich tatsächlich aus der Innie brauche. Jetzt gucken wir gleich mal, wie können wir eigentlich dann rüber traden auf meinen Hordenchar. Auf meinen, wo ich es dann weiter verteilen kann. Auf den hier. Moment, das müssen wir mal gucken. Gehen mal kurz rüber und dann machen wir das mal gleich, dass ich es nicht vergesse. Und dann kann ich es weiterschicken. Das ist jetzt mittlerweile relativ angenehm. Und warte mal, das Gold können wir vielleicht auch noch mit rüber schicken. Obwohl, lassen wir ihn vielleicht mal 10 Gold, ne? Man weiß ja nie, für was man es braucht. So, okay, gut. Und dann tragen wir das noch einmal ein. Haben wir es? Also hier 40k haben wir ausgegeben und dann müssen wir das einmal hier noch rausschmeißen und ihr seht, hier sind diese Stulpen, LFR war das, ein einziges Item, das können wir jetzt einmal komplett rauskicken und jetzt brauche ich nur noch eins aus Uldir und ja, wie ihr seht, ein paar aus Nyalotha, aber so langsam wird es weniger, ne? Dudala, ich bin weiter geswitcht auf Dentiga und hier habe ich noch ein Item gefunden aus Nyalotha. Einmal hier ein Schild für insgesamt 50k. Es ist auch aus dem LFR, wie ich das gerade sehe. Ich würde sagen, das kaufen wir einmal. Und dann kann ich das auch meinem Main rüber traden. Ach, es ist angenehm, ich sag's euch, dass man jetzt einfach die Items hin und her schieben kann. Quasi X-Ream. Und das würde ich sagen, tragen wir dann auch einmal in die Liste ein, beziehungsweise schmeißen es aus meiner anderen raus, wo wir quasi die ganzen Items noch aufgelistet haben. Also, hier tragen wir es ein. Insgesamt 50k hat mich das gekostet. Und jetzt gucken wir mal, welches Item das genau nochmal war. Bollwerk heißt es. Ah, hier haben wir es. Ja gut, das ist nur ein LFR-Item, was da fehlt. Schmeißen wir es hier einmal raus. Und ja, so langsam wird auch das Legion-Zeug ein bisschen weniger. Als nächstes bin ich jetzt auf Ravenscrest und da habe ich auch mal durchgescannt. Was hier interessant ist, ist einmal der Hammer. Das ist nämlich ein removedes Item und kostet hier einmal 170.000 Gold. Und ja, das hat man anscheinend damals als neuer Paladin bekommen, also im Startgebiet. Aber das wird wahrscheinlich irgendwann vor Cataclysm gewesen sein, als sie den rausgenommen haben. Das ist tatsächlich auch EU-weit der günstigste. Ich glaube, der nächstteure wäre bei 450.000, heißt, naja, 170k jetzt für den Hammer, aber was sollen wir machen, ne? Das Gute ist, ich kann den gleich hier einmal mit dem lernen. Dann sind wir da schon mal weg. Bunte Bast. Und dann würde ich sagen, tragen wir den auch einmal in die Liste ein. Beziehungsweise auch aus der anderen aus. Also, das haben wir hier 170. Und hier muss ich mal gucken, da habe ich ihn schon vorhin gesucht. Genau, hier sind die paar removeden weißen Sachen, die ich noch brauche. Also das sind so 10 Stück um den Dreh rum. Und den schmeißen wir jetzt hier einmal raus. Und jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach, es waren sogar genau 10. Genau, 9 removede weiße. Es können natürlich mehr sein, ne? Das ist nicht abschließend mit den removeden Sachen. Ich trage halt die ein, die ich dann immer sehe. Gut, insgesamt fehlen mir jetzt noch 61... Items, die ganz normal im Spiel sind, beziehungsweise mit den World Drops sind es 71 und dann plus diese ganzen Removeden noch, sind alle Items zusammen, sind es 200, also langsam wird es ein bisschen weniger. So, Udala, ich habe hier anscheinend wieder was gewonnen und zwar auf Erida und da haben wir auch wieder zugeschlagen, einmal aus dem Black Market von Ordos ein Stoff-Item und das holen wir mal raus, auch wieder ja fürs Minimumgebot, ne? Also einmal knappe 5k und das können wir dann auch gleich noch in die Liste eintragen. Und zwar, da haben wir sie. Also hier nochmal 5k. Und ja, so geht's langsam voran mit meinen Orders-Sachen. Dann habe ich jetzt hier auf Eggwin noch was rausgezogen. Und zwar haben wir hier einen Gürtel von Ordos, Platte diesmal. Das habe ich jetzt gerade schon mit meinen anderen Items rausgeholt. Aber das war auch für Minimumgebot, also 4500, knappe 5k. Und ich würde sagen, das tragen wir jetzt hier auch einmal ein. Also hier den Gürtel und weitere 5000 Gold. Als nächstes sind wir jetzt auf Lothar. Dort habe ich auch wieder im Black Market mitgeboten. Und dort haben wir auch wieder ein Item von Ordos bekommen. Wieder für quasi Minimumgebot, 4500. Und diesmal ist es hier ein Stoff-Item. Jetzt muss ich gleich mal gucken, das kopieren wir auch einmal raus und tragen es mit in die Liste ein. Oh, das hat definitiv zu viele Items, ich sag's euch.
Und, oh, jetzt sind wir bei 888.000 Gold, die wir ausgegeben haben. Mal gucken, vielleicht finde ich noch das ein oder andere. So, Udala, jetzt sind wir einmal auf Thrall und dort habe ich auch wieder was Schönes gewonnen. Einmal ein Platten-Item, wieder mal von Ordos. Und dann nehmen wir das auch raus. Jetzt haben wir hier einen Gürtel. Also langsam, ne, müsst ihr mal aufhören mit den Sachen, aber ich finde immer wieder was. So, nochmal 5k. Und ja, dann gucken wir mal weiter. So, Udala, jetzt bin ich nochmal auf Twisting Nether weitergelockt und da habe ich einen absoluten Schnapper gefunden. Einmal eine Hose hier aus Karasan für 10k. Die sind sonst immer für wesentlich mehr drin. Ich würde sagen, die kaufen wir uns jetzt mal. Das ist einmal eine Kettenhose. Und jetzt gucken wir gleich mal, ob ich die überhaupt schon in meiner Liste habe. Wobei, das ist, glaube ich, kein removedes Item. Heißt, das müsste ich wahrscheinlich mit dabei haben. Also hier 10k. Und dann gucken wir mal, ob es hier mit dabei ist. Oh, ich habe sie nicht dabei. Moment, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wie heißt die Gamasche? Die müsste eigentlich hier bei den non-removeden Items halt da oben. Nee, tatsächlich, ich habe die nicht mit drin. Komisch. Ja gut, okay, jetzt haben wir sie auf jeden Fall. Und dann muss ich mal nochmal schauen, eventuell. Hier, das ist das einzige Kara-Item, das ich noch drin habe. Vielleicht war das auch noch nicht im All the Things drin und dementsprechend hatte ich es quasi nicht in der Liste. Ja gut, dann handle ich das noch rüber und lerne das einmal. So, Udala, jetzt habe ich hier noch auf Blackmore auf ein Item geboten, wo ich eigentlich ehrlich gesagt nicht gedacht habe, dass ich es gewinne. Und zwar habe ich im Black Market hier diese Schusswaffe gekriegt. Das ist eine von, meine ich, drei Waffen, die man übers Black Market kriegen kann. Und ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht mehr Leute drauf bieten, vor allem auf so einem vollen Server. Hab's jetzt ehrlich gesagt vergessen, wollte jetzt gerade nochmal rein, dachte mir, ja, vielleicht kann ich nochmal drauf bieten. Ich wurde bestimmt überboten, aber nein, tatsächlich, jetzt 19 Uhr, ne, ist es früher ausgelaufen, als ich dachte. Und ich hab's gewonnen, das Teil. Und jetzt können wir es einmal eintragen, für nicht sonderlich viel, 16.500, also das war jetzt nicht Mindestgebot, aber schon, ne, im Rahmen, würde ich mal behaupten. So. Dann tragen wir die hier ein. Das waren jetzt 16.000. Runden wir mal an der Stelle ein bisschen ab. Und jetzt, glaube ich, muss ich dann später mal meine Liste noch ein bisschen verlängern. Ne? Diesmal haben wir so viele Kleinbeträge. So, Udala, jetzt habe ich gerade noch mal kurz hier rumgelockt. Und zwar wollte ich schauen, ob ich die ein oder anderen Sachen im Black Market gewonnen habe. Einmal sind wir jetzt auf Blackmore, auf meinem Schamanen. Und zu meiner Überraschung habe ich sogar zwei Sachen gewonnen. Ich habe einmal auf ein Orders-Item gewonnen. Geboten und auch gewonnen. Hier haben wir einmal die Kettenschultern für knappe 5k oder ein bisschen über 5k sogar. Die können wir schon mal eintragen. Runden wir in dem Fall mal einmal ab. Und das zweite, was ich noch ersteigert habe, hier seht ihr, ein T3-Teil für den Hunter, aber das kann ich mit dem Schaman, so wie es aussieht, auch lernen. Und das hat hier auf einem Hypop-Server nur 57.800 gekostet, also aufgerundet 58.000. Was für ein T3-Teil schon sehr günstig ist tatsächlich. Vor allem auf dem Hypop-Server hätte ich jetzt... Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich es gewinne. Ich habe da einmal am Nachmittag draufgeboten, dachte mir, ja, schauen wir mal, vielleicht wird es ja was. Und ja, das ist eigentlich eine sehr nice Angelegenheit. Vor allem für... Was sind das hier? Schultern zahlst du, glaube ich, schon mehrere hunderttausend im Normalfall. Also wenn ich mir das jetzt über Naxxramas zusammen hätte bauen wollen, ne, dann wäre das auf jeden Fall deutlich teurer gekommen. Juti, ich habe es jetzt mal eingetragen, also die 5k und die 58. Jetzt muss ich dann hier die Liste ein bisschen erweitern, weil, ja, ich trage hier mal die Charts noch zusätzlich mit ein, bei welchen ich irgendwas geboten habe, dass ich da am Ende noch durchblicke. Also ich muss halt nochmal den ein oder anderen durchlocken. Udala, auf Erida habe ich jetzt auch noch was gewonnen. Und zwar haben wir auch wieder was von Ordos. Diesmal ein Stoff-Item. Und zwar sind es hier die Schultern. Die nehmen wir jetzt auch mal raus. Und dann können wir die gleich mal mit in die Liste eintragen. Ich habe die jetzt auch gerade schon ein bisschen erweitert. Na, warte, ich kann euch das mal zeigen. Also, da packen wir das Ding rein. Das war jetzt wieder so 5k. Hoi, da ist irgendwie die Schriftgröße ein bisschen anders. Naja gut, das muss ich jetzt mal nur anpassen, dass das zumindest halbwegs gleich aussieht. So, wunderbar. Na, jetzt kommen wir den Millionen schon relativ nahe. So, Udala, auch hier auf Blackhand habe ich was gewonnen. Und das ist jetzt ein bisschen RIP, weil das anscheinend dasselbe Item ist, was ich vorher mit dem Magier gekriegt habe. Da habe ich nicht so wirklich aufgepasst, haben wir einfach auf beide geboten. Und ja, also das Gut ist auch nur Minimum geboten, ne?
aber ist natürlich jetzt ein bisschen belastend. Naja, jetzt können wir aus den 5 10k machen. Ich habe es quasi jetzt zweimal ersteigert, aber es ist in Ordnung. Hätte auch sein können, dass ich es einmal nett gewinne, wisst ihr. Von dem her passt es schon. Bin jetzt gerade so ein bisschen die Charts am Durchloggen, naja. Dudala, auf Thrall war ich auch nochmal erfolgreich. Und zwar haben wir da auch wieder vom Werten Orders aus dem Black Market ein Item. Und diesmal sind es hier Handgelenke und zwar Platte. Die holen wir mal raus. Und dann können wir die auch noch eintragen. Haben wir auch wieder für ja, knappe 5k quasi geschossen, die Dinger. Also dann kommen die hier rein, 5000. Und jetzt haben wir fast die Millionen zusammen, ne? Ganz knapp ist es. Dann bin ich als nächstes hier auf Erida und da habe ich auch wieder ein Item gewonnen. Was haben wir da wieder? Ein schickes Teil von Orders, diesmal eine Kettenbrust. Auch wieder ne, Minimumgebot 4500. Oh, ich habe den Sound gar nicht an, merke ich gerade. Haben wir jetzt hier den schönen Old Things Sound nicht gekriegt? Komm, das machen wir jetzt gleich mal. Einmal den Sound anmachen und dann können wir auch mal kurz gucken. Bei Ordos bin ich jetzt bei 49%, also die Hälfte haben wir jetzt fast. 27 Items fehlen, so langsam geht's aufwärts. Jetzt würde ich sagen, tragen wir das noch einmal in die Liste ein, das Item, dass wir das natürlich auch weg haben. Also das kommt noch einmal rein und zwar hat das jetzt auch wieder 5k gekostet. Und ja, dann gucken wir mal, jetzt sind wir schon, oh ihr seht es gar nicht, so jetzt seht ihr es, ein bisschen über 1 Million. Es waren jetzt halt sehr viele kleine Posten, seht ihr. Und ja, jetzt gucken wir mal, 2, 3 Slots sind hier noch offen. Vielleicht habe ich noch was gefunden und ja, ein bisschen über 1 Million kann man ja machen. So, Udala, jetzt habe ich noch meine ganzen Charts durchgelockt, wo ich auf ja, Stuff geboten habe. Und soweit habe ich jetzt leider nichts mehr aus dem Black Market gewonnen, wurde überall überboten. Ich mache das tatsächlich ja so, dass ich quasi einmal einlogge, wenn ich meine Auktion einstelle und einmal drauf biete. Oft werde ich natürlich im Laufe des Tages überboten. Ist aber nicht schlimm. Ich habe jetzt noch eine Sache gefunden, die wir hier in Mists of Pandaria holen können. Und zwar habe ich ein bisschen in den Einstellungen von Old Things rumgespielt und gesehen, hier Orders Legendary Cloak Geschichten. Und da dachte ich, damit wären nur die Orders Items eingeblendet, ne, von dem Boss, die man damals kriegen konnte. Aber was hier auch drin ist, ist noch ein NPC. Und zwar habe ich das gefunden, das war irgendwo hier drin unter Pandaria. Und dann sind hier diese Legendary-Umhänge drin. Und die habe ich nicht als T-Mog. Mich wundert's, oder mich hat es erst ein bisschen gewundert, weil ich die ursprünglich mal geholt hatte. Und dachte mir, ja gut, vielleicht kann ich die wieder kaufen. Und dann ist mir aufgefallen, dass es für jeden Umhang mehrere Versionen gibt. Und zwar habe ich anscheinend nur manche Versionen und du kannst die aber nachträglich noch kaufen, die epischen Umhänge, und die dann umwandeln mit so einer Essenz. Das kostet einiges an Gold, wie ihr seht. Ein Umhang kostet 8000 Gold. Kann man natürlich nur machen, wenn man damals die Questreihe gemacht hat. Zum Glück habe ich das auf dem Main in Mists of Pandaria gemacht und jetzt können wir schauen. Also ich brauche hier den Int-Umhang, Stärke, Stärke. Natürlich habe ich mir nie mit meinem Druid den Stärke-Umhang gekauft, sondern immer den Agi-Umhang. Heißt, wir müssen jetzt den Stärke-Umhang, oder warte, wir testen es jetzt mal mit einem, weil das kostet jedes Mal 8000 Gold. Oh, ich habe mir schon so eine Essenz gekauft. Was mache ich jetzt damit? Ah, seht ihr? Jetzt habe ich den abgegradet und habe das T-Mog gekriegt. Sehr schön. Naja, gut. Lass mal jedes Mal 8000, also okay, also ich brauche noch dieses, irgendwas mit Atem. Auch Stärke, aber das ist nicht, ob das der falsche ist. Welchen habe ich mir jetzt hier gekauft? Ich habe mir das Ochsenteil gekauft. Eigentlich müsste doch das auch das Ochsending sein. Jetzt fehlt mir noch was vom Tiger. Warte, also ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Aber jetzt kaufen wir... Eigentlich müsste es der hier noch sein, oder? Tiger über euch wachen. Schauen wir mal. Wenn ich das jetzt upgrade, das ist jetzt so ein bisschen... Ah, das war der richtige. Okay. Dann habe ich jetzt den auch mit Stärke. Was braucht ihr? Gut, was haben wir jetzt rausgehauen? Knappe 16.000. Und das Ding müsste der Int sein. Aber welcher von beiden ist das jetzt? Das steht jetzt leider nicht dabei. Also wenn, dann ist es das Teil oder das Teil. Warte mal, vielleicht finde ich es über die Stats raus. Crit, Tempo, Mastery. Crit, Tempo, Mastery. Crit, naja, gut. Tja. Also jetzt halt gegambelt. Wir nehmen jetzt mal den Kranich. Mal gucken, ob es der Kranich-Umhang ist. Auf Wiedersehen. Dreck. Ich habe den falschen genommen. Okay, dann ist es der hier.
Ich habe vorhin noch ein bisschen was aus dem Aha genommen, also ich glaube 400-500 Gold oder so. Oder aus dem Postkasten. Das war der richtige. Okay, was haben wir da jetzt reingelatzt? Jetzt habe ich hier ein paar Legendary-Umhänge. 32.000 Gold haben wir da jetzt reingelatzt, aber dafür gab es 2 T-Mox mehr. Kann ich die jetzt verkaufen, die Sachen? Nee. Kann ich nur löschen. Na gut. Ich meine den normalen Legendary-Umhang, den habe ich noch auf der Bank. Also quasi den mit Agi. Und ja, eventuell kann man den bei dem einen oder anderen Timewalker-Gedönse noch brauchen. Juti, dann tragen wir das noch in die Liste ein. Also hier 32k MOP-Umhänge. Und dann sind wir jetzt auf einem Endstand von 1.000.000 und 34.000 Gold. Und ja, damit sind wir tutti kompletti durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, schaut das nächste Mal wieder rein. Euch la, bis dahin. Ciao.